Ja, schönen Dank, lieber Bert, für die Einführung. Vor allen Dingen glaube ich aber auch hier Exot zu sein, weil ich bin Agrarwissenschaftler. Und ich habe hier vorhin noch Kollegen Weyer von Soest gesehen. Wir Agrarwissenschaftler sind hier heute mal ein wenig Leute, weil es um Thema Holz und eigentlich Forstwirtschaft geht. Und Sie sehen das vielleicht hier schon auf dem ersten Bild. Dort stehen alles Kulturen, die wir auf Ackerflächen anbauen. Und deshalb ist mein Vortrag so ein bisschen anders. Was kann man auf Ackerflächen anbauen? Und wir erforschen am Campus Kleinaltendorf in meiner Professur dann auch, was machen wir denn dann mit diesen Kulturen? Und deshalb entwickeln wir gleichzeitig auch Produkte aus diesen nachwachsenden Rohstoffen. Und das ist so ein bisschen zur Einordnung. Ich spreche also als Agrarwissenschaftler unter den forstwirtschaftlichen Leuten heute hier. Und das ist natürlich schon ein wenig eine Besonderheit. Der Bert tat so, als ob er sich nicht auskennt, aber so wie wir ja vorhin gehört haben, der Banken geht im Rheinbacher Wald mit seinem Hund spazieren, so geht der Bert mit seinem Hund auf unseren Flächen spazieren und sieht dort nämlich die verschiedenen nachwachsenden Rohstoffe täglich. Also so ist das der eine ist dort, der andere ist dort. Insofern hat der Bert auch eine enge Beziehung zu den Ackerflächen. Ja, und das Thema ist heute dann mehr, wie kann man denn andere Pflanzen nutzen? Und wir müssen jetzt gucken, wie man hier weitermacht. Na, so müsste das funktionieren. Ja, und hier sehen wir jetzt mal mehrere mehrjährige nachwachsende Rohstoffe, mit denen wir uns beschäftigen. Und diese mehrjährigen nachwachsenden Rohstoffe, Sida, Silphi, Igniscum, sehen wir mal, steht überall eine Person drin, die werden jedes Jahr diese 3-4 Meter hoch und treiben dann wieder neu aus, können geerntet werden. Das ist so ein bisschen der Unterschied zum Holz, wo man ja ein bisschen länger warten muss. Und diese mehrjährigen nachwachsenden Rohstoffe sind da also in Analogie zum Holz, aber oben in der Überschrift steht mehrjährig und schnell wachsend. Und da unterscheiden sich die auf dem Acker angebauten Kulturen ein wenig. Und wir sehen hier auf der rechten Seite Miscanthus. Und Miscanthus wächst zum Beispiel 5 cm am Tag in der Wachstumszeit und bindet, weil es so schnell wächst, 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr. Und wenn ich da mal von Ralf Peterkort spreche, also es gibt schon noch was CO2 speichert und was noch viel schneller sogar als Holz wächst. Und wir brauchen die Bäume oder die mehrjährigen nachwachsenden Rohstoffe, damit sie Photosynthese betreiben, dass wir den Sauerstoff bekommen und dass sie gleichzeitig dieses CO2 binden. Das ist vielleicht erstmal so die Besonderheit. Und nun kann man sich eigentlich fragen, wie bin ich eigentlich, weil ich habe schon Diplomarbeit über mehrjährige nachwachsende Rohstoffe geschrieben, eigentlich zu dem Thema gekommen und wechsle jetzt einfach mal in den Bereich Wald und zeige eine Folie aus 2008 ist sie. Und dort sind mal verschiedene Baumarten miteinander verglichen. Das sind Dauerversuchsflächen. Und ich wage mich einfach mal hier auf das Gebiet der Holzwirtschaft. Und da sieht man die Douglasie, da sieht man die Fichte, da sieht man die Thuja und man sieht Buchen, die alle aus einer gleichen Region stammen. Und dann sieht man mal, wie viel Vorratsfestmeter dort nach 60 Jahren erreicht werden. Und da fällt natürlich die Douglasie mit viel, viel höheren Erträgen auf. Und genau diese Douglasie, das war nämlich das, wie ich schon als Kind zu schnell wachsenden Pflanzen gekommen bin. Denn ich habe selber als Kind mit 6, 7 Jahren weit über 100 Douglasien gepflanzt. Und mich hat an diesen Douglasien immer da oben diese Spitze interessiert, weil man da sehen konnte, dass die 40, 50, 60 Zentimeter manchmal im Jahr gewachsen ist. Und da hat mich schon diese Mehrjährigkeit fasziniert. Und leider bin ich extrem enttäuscht worden, denn bei der Douglasie sieht das oft so aus und alle von meinen 100 Pflanzen, von meinen 100 Douglasien, von diesen ganzen, ich habe es am Montag extra nochmal nachgezählt, es sind ganze 3 von übergeblieben. Und die Anbaufläche ist nicht weit von hier weg, es ist im Ahrtal. Und dort ist diese Nadelschütte ein großes Problem an der Douglasie und die wachsen einfach nicht mehr. Und dieses Schnellwachsende, wie ich das eben als Kind gesehen habe, wie ich zu dem Thema gekommen habe, ist ein wenig getrübt. Also, was könnten Alternativen sein? Wie kann man sich mit diesem Schnellwachsen beschäftigen? Und auf dieser Abbildung sehen wir auch mal wieder einen Vergleich, auch 60 Jahre zufällig.
Und dort fällt halt ein Baum auf und das ist der Paulownia. Das ist diese erste Linie, die man ganz links in dem Diagramm sieht. Und da sieht man mal, dass man nach 10, 14, 15 Jahren schon einen riesigen Baum erreicht haben kann. Und wenn Sie sich dann die Baumscheibe dort mal anschauen, und da sehen Sie auch eine von mir gepflanzte Douglasie, so eine kümmerliche, dann sieht man mal, nach 12 Jahren kann also der Bert so einen Baum gepflanzt und nach 12, 14 Jahren schon wieder ernten. Sie haben Jahresringe von 4 Zentimetern, nicht Millimeter. Und das ist einfach ein extrem schnell wachsender Baum, den ich Ihnen hier einfach mal als Alternative zu herkömmlichen Bäumen vorstellen möchte. Als ein Beispiel, den man natürlich, wie Herr Peter Kort gesagt hat, im Gesamtsystem später betrachten muss. Aber ich betrachte Ackerflächen, wo man eben diese Bäume anbauen kann. Ja, und damit Sie das sehen, was da schnell wachsend heißt, sieht man mal, wo hier jemand so den Stamm umgreift, wie das so nach ein paar Monaten aussieht, wie immens so ein Baum wachsen kann. Und dann sehen Sie wieder eine Person daneben stehen, das ist ein einjähriger Baum, das ist schnell wachsend. Und das Schnellwachsende ist einfach ja genau das Interessante. Alles, was schnell wächst, bindet auch jede Menge CO2. Und das ist ja unser Problem und da müssen wir etwas machen und da brauchen wir Alternativen. Ja, damit Sie den Baum etwas näher kennenlernen, Paulownia gehört zu den Paulownia-Gewächsen, Paulownia 10, es gibt 7 verschiedene Arten. Es wird in China schon in großen Mengen im Plantagenanbau angebaut. Sie sehen häufig dort, wie man das in der Mitte auf diesem Bild sieht, so Agroforstsysteme, dass da Gemüse und Paulownia oder in diesem Falle hier Weizen und Paulownia gleichzeitig angebaut werden. Das ist dann Windschutz. Gleichzeitig sehen Sie auf dem mittleren Bild schon mal, dass der Baum auch ganz hübsch blüht. Das sind auch Aspekte, die nicht gerade unwichtig sind. Ja, und es ist einfach einer der schnellwüchsigsten Bäume der Welt, der dann auch noch besondere Holzeigenschaften hat. Und die Holzeigenschaften bedingen, dass man den Baum dann noch ganz interessant nutzen kann, wie wir gleich noch mal sehen werden. Diese nachwachsenden Rohstoffe, Bert Spillitz hat vorhin gesagt, wir machen auch Arzneipflanzen, also die Kulturlandschaft mit blühenden Pflanzenbereichen, diese ganzen Biodiversitätsaspekte, die kann man natürlich hervorragend auch mit so einem Paulownia-Baum hinbekommen. Und wenn Sie sich ein bisschen in Bonn auskennen, da gibt es nicht nur die Kirschblüte in Bonn, sondern da gibt es auch im Botanischen Garten, alle Bilder sind ja aus dem Botanischen Garten in Bonn, dort sieht man nämlich dann, kann man dann im Frühjahr sehen, wie dort Paulownia so wunderschön mit diesen blau-violett-weißlichen Blüten dort blüht. Das ist auch eine große Attraktion und man sieht auch hier schon in der Abbildung, man kann sehr viel Honig ernten, bis zu einer Tonne Honig, wenn man einen Hektar von Paulownia hätte. Also man kann neben dem Holz noch weitere Dinge an so einer Pflanze nutzen, die Kaskadennutzung und die Mehrfachnutzung, verschiedene Dinge von so einer Pflanze nutzen, sollte man einfach immer im Auge behalten. Ja, und so schön blühend kann das halt aussehen und deshalb könnte man sich das vorstellen, dass man so einen Baum eben nicht nur in so einem botanischen Garten pflanzt, sondern dass man den auch richtig anbaut. Und so ist auch unser Bezug zu Paulownia gekommen, indem ein Gärtner aus dem botanischen Garten damals zu mir kam und hat gesagt, ihr macht ja alles so schnell wachsende Kulturen, wollt ihr nicht auch mal den Baum Paulownia testen, ob man den nicht irgendwie auf Ackerflächen anbauen kann und intelligent nutzen kann. Es gibt 3 verschiedene bekannte Arten von Paulownia, die ich hier mal ein bisschen rausstelle. Und der erste ist schon direkt spannend, der heißt nämlich nicht umsonst Elongata, und zwar deshalb, weil er einen geraden Wuchs hat. Wir haben vorhin vom Ralf Peter Kort gehört, die Fichte ist bald weg und wir haben bald keine Nadelbäume. Wir brauchen aber gerade im Bauwesen gerade Bäume und nicht krumm wachsende, um dann diese tollen Dinge, die wir jetzt vorhin vom Herrn Brause gehört haben, auch umsetzen zu können. Und deshalb ist diese Gradwüchsigkeit ein ganz wichtiges Merkmal, was eben gerade auf diesen Baum Elongata zutrifft. Bei dem Fortunii-Baum haben wir auch einen geraden Wuchs, eine etwas mehr weißliche Blüte. Und bei dem Paulownia tomentosa ist die Frosthärte noch ein interessantes Ding. Und wer sich jetzt nicht so ganz im Holz auskennt,
dass diese Frosthärte ist schon wichtig, dass der Baum nicht oben auf einmal mit zwei Trieben, zwei Spitzen austreibt und dann auf einmal womöglich krumm wächst. Deshalb sind das so Maße, die halt wichtig sind, um einfach später auch ein gut nutzbares Holz zu haben. Es gibt da also, wie Sie sehen, verschiedene Typen von Paulownia. Und das Wichtige ist aber nun, dass man dort richtige Typen kreiert und auch nicht solche einfach irgendwo anbaut, die sich unkontrolliert in der Landschaft ausbreiten. Das ist einfach auch ganz wichtig. Deshalb sind da sterile Typen, die keine fertilen Samen bilden, das A und O. Sonst hat man irgendeinen Schaden auf einmal im Ökosystem angerichtet, das man nicht mehr einfangen kann. Ja, und wenn man dann mal sieht, was in China an solchen Ertragsdaten rauskommt, das sind bewässerte Flächen. Da wird dem Herrn Peter Kort Angst und Bange, wenn er dann sieht, dass man da nach 11 Jahren einen Brusthöhendurchmesser von 75 Zentimetern erreichen kann. Das ist schon nicht gerade mehr klein. Oder sogar dann nach 19 Jahren bei der Elongata noch größer, fast über 1 Meter. Dann ist das schon immens und deshalb macht das Sinn, sich also mit diesem Baum sicherlich auch ein bisschen mehr zu beschäftigen. Wichtig ist, wenn man auf die Idee kommt, Paulownia auf Ackerflächen anzubauen, dass man vernünftiges, optimales Pflanzgut hat. Und optimales Pflanzgut heißt, dass man eben nicht irgendwie Sämlinge verwendet, die dann völlig uneinheitlich wachsen, wo die Herkunft auch nicht unbedingt gesichert ist, sondern dass man da natürlich wie bei allem sichern, wie man das von allen anderen Kulturen ja sicherlich schon kennt, dass man also zertifiziertes Pflanzgut verwendet, wo man weiß, was man pflanzt, damit man nicht irgendwas später auf dieser Fläche hat und völlig uneinheitliche Fläche hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber diese vegetative Vermehrung ist halt ideal. Bewurzelt Steckling kann schon wieder diese Uneinheitlichkeit herauskommen und erst recht, wenn man Saatgut hat. Und dieses Saatgut, was wir hier in diesem Bild sehen, das erinnert vielleicht den Laien so ein bisschen an Birkensamen. Und dann weiß man schon, die fliegen gut und fliegen weit. Und um den Botanischen Garten in Bonn herum findet man überall solche Paulownia-Pflanzen, wie wir das hier unten auf dem Bild sehen, das ist in der Nussallee ein Foto. Und deshalb brauchen wir unbedingt solche Typen, die keine fertilen Samen bilden. Die wachsen zwar nur an solchen ganz bestimmten Stellen, an Hauswand, Sand, Bürgersteigkante, wo so ganz bestimmte Bedingungen sind. Es hat bisher keiner geschafft, die einfach mal so unkontrolliert im Wald zu etablieren. Aber immerhin ein bisschen Gefahr besteht da. Und deshalb ist es so wichtig, dass man eben diese nicht fertilen Samen hat, diese Hybride, die man entsprechend anbaut. Ein bisschen was zum Anbau. Also die Pflanze mag keine Staunässe, die mag auch nicht zu windige Standorte, weil die Blätter, und das sieht man vielleicht da oben in dem Bild, extrem groß sind. Die können also locker mal so 1 Quadratmeter Größe haben, also 1 Quadratmeter, ein einziges Blatt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, leichte, tiefgründige Böden sind optimal. Und wir haben halt 2008 mit Paulownia gestartet und Sie sehen unten im Bild, wie das im Juni, im August, im Oktober aussah. Und im Oktober konnte man den Doktoranden dort schon nicht mehr sehen. Ja, und wir hatten ja jetzt im Frühjahr Herrn Peter Kort dann auch zu Besuch und da haben wir uns dann mal eine andere Plantage angeschaut, die wir 2012 etabliert haben. Und dann sieht man mal, was man da schon für Stämme stehen hat. Also es ist schon interessant und die Standortansprüche sind gar nicht so besonders oder so extrem. Also könnte man schon an mehreren Stellen auf die Idee kommen, mit diesem Baum mal zu starten. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es mehrere Versuchsstandorte, in Deutschland und auch in Europa natürlich sowieso auch noch, nicht viele. Aber gestartet ist es bei uns am Campus Kleinaltendorf. Dann ist etwas später in Birlinghofen mit Blick auf das Siebengebirge auch eine Plantage entstanden. Das sind die beiden ältesten Plantagen hier in der Region. Und ist ganz schön, die Familie Bonsels ist heute hier auch unter uns. Dort haben wir im Rahmen der Bachelorarbeit von der Frau Bonsels mit einer Paulownia-Versuch gestartet. Den sehen Sie unten auf dem Bild. Und dort sind verschiedene Herkünfte von Paulownia etabliert und die Pflanzen wurden unterschiedlich behandelt. Und Sie sehen, dass es dort im vorderen Bereich links auf dem Bild unten ziemlich kleine Pflanzen gibt, alle zur gleichen Zeit gepflanzt. Sie sehen aber auch welche, die jetzt schon größer als Mann oder Frau hoch sind.
Und das ist ein Bestand, der jetzt im Frühjahr etabliert wurde. Und ich habe vorhin mit Familie Bonsels kurz gesprochen. Die sind also ganz begeistert von ihrer Plantage und konnten sich eigentlich nicht vorstellen, dass das so immens und so gewaltig schnell wachsen kann. Und ja, das Problem ist jetzt eher, dass das auch die Bevölkerung sieht und anfängt, die Pflanzen zu klauen. Ja, und Sie sehen also, es gibt Alternativen, es gibt was, wie man CO2 speichern kann, was man also machen kann. Ja, das öffentliche Interesse an Paulownia ist auch immer weiter zunehmend. Hier sehen wir mal den Minister Pinkwart, der war erst kürzlich am Campus Klein Altendorf, der ist jetzt auch stolzer Paulownia-Anbauer, der wohnt ja hier ganz in der Nähe. Er hat sich dann auch über unsere Plantagen informiert, baut jetzt auch nochmal Paulownia an. Nützt einem aber nichts, wenn man nicht weiß, was man damit macht. Und das hat sich Olaf Scholz dann schon mal angeschaut am Campus Klein Altendorf. Was kann man denn nun aus diesem Paulownia-Baum, wenn man den angebaut hat, machen? Vielleicht eine kleine Anekdote, warum grinsen alle auf diesem Bild? Sie müssten diesen Stamm mal anheben von Paulownia. Den können Sie wirklich, den brauchen Sie nicht die Hand drum packen, sondern das können Sie mit zwei Fingern anpacken, weil das Holz sehr leicht ist. Aber das war nicht der Grund, warum da alle so lachen, sondern Herr Scholz hat gefragt, er hätte gerne das Elixier aus dem Paulownia-Baum, um auch so schnellwüchsig vielleicht noch ein bisschen an Größe zu gewinnen. Ja, und nun ist hier einfach mal eine Abbildung mit ganz vielen Zahlen. Und hier sieht man mal so verschiedene Werte, wenn man in der oberen Abbildung Waldholz, Stammholz mit Pappeln und Weiden, die auf dem Acker angebaut wird, vergleicht mit Paulownia oder dem Blauglockenbaum, wie der auch genannt wird. Und dann sieht man, dass man da ähnliche Energiewerte hat. Aber in einem Punkt ist Paulownia dann doch interessant. Der Aschegehalt ist extrem gering. Das sieht man auch nochmal unten in der Abbildung. Und es gab und gibt da immer wieder Überlegungen, die Pflanze energetisch zu nutzen. Wir selber hatten auch mal ein Projekt, ja, Mischpellets aus Miscanthus und Paulownia zum Beispiel hergestellt. Wir konnten da DIN-konforme Pellets herstellen. Aber man muss sich eigentlich überlegen, was man macht. Und wir haben ja vorhin mehrfach im Vortrag an ganz vielen Abbildungen gesehen, wir müssen irgendwie das CO2 irgendwo binden. Und wenn man sich dann anschaut, was Paulownia in dieser Untersuchung von Osmanowitsch, wie viel CO2 das speichert, sind das hier 8 Tonnen. Und wenn man dann Eukalyptus, der zur Papierindustrie angebaut wird, sieht, wie wenig Eukalyptus speichert, dann gibt es da riesige Unterschiede zwischen. Wir trauen eigentlich dieser Zahl nicht. Uns kommen diese 8 Tonnen eigentlich noch zu wenig vor. Und es ist auch genau das, was wir mit der Frau Bonsels noch mal näher untersuchen wollen. Wir haben da ja auch in Kürze noch mal ein Treffen. Wir gehen davon aus, dass die CO2-Bindung von Paulownia höher ist und müssen das noch mal weiter vertiefen. Aber das ist die einzigste Veröffentlichung, die es bisher so gibt, die sagt, dass immerhin Paulownia über die Jahre gerechnet, jährlich dann, das ist auf ein Jahr bezogen, immerhin 8 Tonnen CO2 pro Hektar im Jahr bindet. Ja, und nun wollen wir die nicht energetisch nutzen, sondern wir wollen das CO2 im Holz lassen, dauerhaft hier verbauen, wie wir das hier in der ganzen Stadthalle sehen. Hier ist ja überall CO2 verbaut und bis das rauskommt, wird bestimmt noch lange dauern, und was ja auch gut ist. Und genauso kann man auch das Paulownia-Holz ziemlich gut nutzen. Das Besondere ist an diesem Holz, dass es relativ leicht ist, dass es gleichzeitig aber auch sehr stabil ist, dass es schwer entflammbar ist. Das sieht man unten auf dem Bild. Dort ist auf der linken Seite Paulownia in dem unteren rechten Bild und unten auf der anderen Seite sehen wir Zedernholz. Und Sie sehen dann, wenn man das erhitzt, dass dann irgendwann das Zedernholz anfängt zu brennen. Bei Paulownia verformt sich zwar das Brett etwas, aber es fängt nicht an zu brennen. Und das liegt an dieser Wabenstruktur und dem Aufbau und diesem schnell wachsend. Dadurch hat das eben diese besondere Struktur. Und diese besondere Struktur bedingt auch besondere Akustik. Deshalb ist fast jede Gitarre auch aus Paulownia gebaut. Surfbretter kann man gut aus Paulownia bauen. Ist auch noch ein witterungsbeständiges und relativ helles Holz, wo man also sehr viel mitmachen kann und wo man diese Pflanze, dieses Holz sehr wertvoll und auch höherwertig vor allen Dingen nutzen kann. Wir haben gerade ein neues Projekt gestartet, ein BMWI-Projekt, das heißt
Hydrofiber, wo wir Biomasse hydrophobieren. Und dort gibt es die allerersten Untersuchungen zu Bolovnia. Die habe ich gestern erst von unserem Materialwissenschaftler reinbekommen. Die sind also noch ganz frisch. Wir stehen dann noch ein bisschen am Anfang. Wir versuchen also das Holz als Schüttung, aber auch als Platte, als gepresste Platte und so weiter zu nutzen. Und Sie sehen dann mal hier in solchen Lichtmikroskopaufnahmen diese wabenförmige Struktur. Das ist das Besondere an dem Holz. Und Lufteinschlüsse bedingen Isolation. Wenn Sie jetzt ein Styropor daneben sich anschauen würden, sieht das ähnlich aus. Das hat nämlich auch diese Strukturen, diese Hohlräume. Und deshalb ist die Isolationswirkung von Bolovnia-Holz so immens groß. Und das sehen Sie da oben dann an der Abbildung, wo man Holz und verschiedene Baustoffe, Kork, auch miteinander verglichen wurden. Und das ist einfach mal so ein erster Tastversuch. Und Sie sehen, wie gut man da schon mit diesem Bolovnia-Holz liegt. Und da ist noch viel, viel mehr zu erwarten, wenn man das ein bisschen weiter optimiert. Da spielt Zerkleinerung von Biomasse eine Rolle und so weiter. Also da ist noch sehr, sehr viel möglich. Und das sieht man jetzt schon in den Daten. Das ist völlig klar. Durch den Aufbau des Holzes sind dort ganz, ganz hochwertige Möglichkeiten mit diesem Holz gegeben. Ein bisschen früher haben wir uns auch schon mal mit der Festigkeit von diesem Holz beschäftigt und haben uns dort mal mit der Druck-, der Biege- und der Zugfestigkeit auseinandergesetzt. Sie sehen in dieser gelben Zeile Bolovnia. Und wenn Sie da so drüber gucken über die Zahlen, sehen Sie, dass die Werte ziemlich ähnlich sind wie bei der Fichte. Aber das Holz ist wesentlich leichter. Und das ist das, was man dann nutzen muss, wo man entsprechend die Biomasse einbaut. Und ein Ding, Herr Banken hat vorhin in seinen Grußworten die Windräder erwähnt. Ein Ding ist zum Beispiel, dieses Holz in den Windflügel, in diesen Rädern zu verbauen, von den Windrädern in den Flügeln, statt Balsaholz. Und dort wird eben auch gerade zum Beispiel Bolovnia getestet, weil es sehr leicht ist, verfringungsstabil ist. Und deshalb ist das also auch ein Anwendungsgebiet für Bolovnia, was schon erprobt wird. Es gibt aber viel, viel weitere Anwendungsbereiche und hier könnte man jetzt eigentlich mal durch den Bioinnovation Park oder durch Rheinbach und durch Meckenheim laufen und da würde man Karawanenfirmen finden, man würde die Hoffmann Tische in Rheinbach finden, die sich mit Möbelbau beschäftigen. Also alles, was man hier so sieht, gibt es hier auch in unserer Region und es wäre also jetzt eigentlich angebracht, mit dem Bioinnovation Park die entsprechenden Firmen aufzusuchen, das Holz vorzustellen und um die Umsetzung zu kommen, in die Anwendung von diesem Holz zu kommen. Sie sehen von Gitarre, Surfbrettern, Schiffsbau, Wohnmobil-Innenausbau, sehr viel. Das makaberste Beispiel sind allerdings die Särge auf diesem Bild. Und das muss man auch zeigen, denn wenn Sie da ganz schnell drauf schauen, auf dieses Bild, dann sieht das fast aus wie ein Sarg aus Eiche. Es ist aber Bolovnia und es ist nicht so schwer beim Tragen. Das ist sehr makaber, das Beispiel. Aber die Hauptverwendung von Bolovnia liegt tatsächlich im Sargbau. Ja, also es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Ich mache schnell weiter. Und ein Anwendungsbereich ist halt, was ja in Meckenheim entstanden ist, in dem Unternehmerpark Kottenforst, dass dort mit der Alanus-Hochschule zusammen ja ein Beratungshandbuch zum Bauen mit Holz entwickelt wurde und dass dort ja mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz gebaut werden soll. Wir sehen ja hier unsere glorreiche Führungsspitze aus dem Bioinnovation Park, die sich ja sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigen. Und das Schöne ist ja, dass wir eben genau das, was auch in den Grußworten gesagt wurde vom Herrn Tengler, der Transfer, dass das einfach nicht nur Forschung getrieben wird, sondern dass es auch umgesetzt wird, dass man das angeht. Und das Schöne ist, dass wir ein Projekt hatten, ein EFRE-Projekt, und an diesem EFRE-Projekt hat die Alanus-Hochschule und wir intensiv daran gearbeitet. Und dort wurde erstmal ein Gerippe aus Bolovnia-Holz von den beiden Studierenden, die dort unten sitzen, errichtet. Das war ihre Bachelorarbeit. Sie sehen die Kollegen von der Alanus-Hochschule, der damalige Bürgermeister steht auch auf dem Bild und hat hier Pate gestanden. Und im Laufe der Zeit ist hier ein ganzes Haus entstanden, die sogenannte Workbox, die ausschließlich aus Bolovnia und aus Miscanthus, ich selber habe Miscanthus-Baustoffe entwickelt,
gebaut worden ist. Und dieses ist einfach auch sehr interessant zu sehen, wie man so etwas umsetzen kann. Und da sollen ja jetzt weitere Nachahmer gefunden werden. Das gibt es also. Und die selber können sich das im Foyer schon mal anschauen. Eine weitere Mitgliedsfirma aus dem Bayerischen Park, die Firma Stocksiefen, hat diese Wandelemente hier gerade ganz frisch produziert und Sie können das selber mal anpacken. Schauen Sie sich mal die auf diesem Bild linke Seite an. Ich habe das Bild gedreht, das steht draußen andersrum. Sie müssen also schon gucken, vor was für ein Element Sie stehen, aber ich denke, Sie werden sehr schnell erkennen, wo sehr viele Astbereiche zu sehen sind, nämlich hier in dem Fall auf der linken Seite, das ist die Fichte und auf der anderen Seite, wo Sie sehr wenig Astbereiche sehen, das ist Paulownia. Ja. Und Sie sollten das wirklich mal anpacken, sollten Sie es mal anfühlen, wie unterschiedlich dieses Holz ist. Und wir werden bestimmt auch noch vom Herrn Stocksiefen ein bisschen, der trägt ja morgen vor, auch was hören. Also es gibt Alternativen zur Fichte. Ja, und die letzte Folie soll noch zeigen, das Ganze, wie wir Sie das noch vertiefen können, einmal heute im Abendprogramm. Das Dumme ist uns nur, dass uns der Herr Beikircher im Miskanthus verschwunden ist und wir hoffen, dass er den Weg dort rechtzeitig noch rausgefunden hat, aber ich glaube, ich habe ihn vorhin schon gesehen. Er hat sich dann hier mal am Campus sehr informiert über den Miskanthus, ich glaube, er ist da. Dann haben wir morgen um 11 Uhr die Exkursion und dort können Sie dann die nachwachsenden Rohstoffe, die mehrjährigen nachwachsenden Rohstoffe am Campus anschauen und vor allen Dingen auch die Workbox live besichtigen, wo dann die Rohstoffe, die wir hier anbauen, in Meckenheim verarbeitet sind. Damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, ich übergebe das Wort wieder an Bert Spillitz.